Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute müssen wir mal wieder ein wenig über großes, böses Auer, was es war, was es ist, was es sein wird, quatschen. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Es war einmal ein Sanitätsdienstleister. Von Zeit zu Zeit unterstützen wir, das habt ihr eventuell schon mitgekriegt, Med24/7 bei bestimmten Veranstaltungen mit Material, mit Personal, mit Spruchtennis, mit Ideentennis, mit whatever. Da ist also ein weiterer Kooperationspartner und befreundeter Sanitätsdienstleister mit dabei gewesen. Es ging um starke Blutungen, es ging um Tourniquets und es ging darum, dass die mit wehendem Schweif ankamen. Wir haben eine Schulung nach TECC gehabt, also Tactical, wo ich eh schon Fußpilz auf der Zunge kriege, aber das ist eine andere Geschichte. Tactical Emergency Casualty Care. Es gibt das Ganze auch als TCCC, dann ist es Tactical Combat Casualty Care. Also die Selbst- und Kameradenhilfe im Felde, wenn man denn so will, wenn man das Ganze so militärisch neudeutsch titulieren möchte. Und die TECC-Variante hat jetzt nichts mit der CC-Fliege zu tun oder so, sondern es ist einfach nur die Variante für Zivil, für Rettungsdienst. Viele Rettungsdienstler glauben ja auch immer noch, dass sie im Einsatzfall von ballistisch knitterfrei bei einer Terrorlage in die heiße Zone mit sämtlichen bunten Klamotten, großen Rucksäcken, Taschen, AED und was weiß ich nicht, noch alles in diese innere Zone, in die heiße Zone gebracht werden, um dann große Medizin, um dann große Notfallmedizin vom Zaun zu brechen. Und ich möchte da euch mal ganz klar und klipp an dieser Stelle einen erzählen. Das, Ladies, wird in diesem unserem Land niemals passieren. Denn die eine Fraktion, die wir jetzt eventuell hier sehen können, möchte nicht gesehen werden. Die andere Fraktion, die wir jetzt hier sehen, muss gesehen werden können. Und zwar von Leuten, die in Not sind. Und nicht von Scharfschützen oder anderen bösen Bösigkeiten mit irgendwelchen bösen Absichten. Das verstehen hier nicht alle, wirklich nicht. Und so ergab es sich, dass wir ins Gespräch kamen, es ging um Tourniquet, ja, wo schreibst du denn die Uhrzeit auf? Ja, auf das, ne, auf dieses Thieme-Zeichen, hätte ich bald gesagt. Und das da auf dieses Fähnchen schreiben ist generell gar nicht so schlecht. Ich selber bevorzuge diesen Schmierzettel, weil wenn der Schmierzettel von unserem Patienten, wenn das Tourniquet und dieser Schmierzettel unabhängig voneinander im Krankenhaus einliefern, dann ist das mit dem Tourniquet das geringste Problem des Patienten. Sind wir uns einig drüber, oder? Es hieß also, ja, es wird da die Uhrzeit notiert, damit kann ich noch einigermaßen leben. Und dann wird ein T auf die Stirn geschrieben. Ich gucke ihn an und sage, wä? Und hier an dieser Stelle sei gleich vorweg gesagt, das mit dem T ist früher bei der Bundeswehr mal ausgebildet worden. Ich war früher auch mal 30 Kilo weniger und beides ist ungefähr gleich lange her. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Dieses T für das Tourniquet, das kannst du den Leuten erklären für Leute, die mit dem Tourniquet, die damit vertraut sind. Jetzt kommt das große Aber. Über 60%, da gibt es gerade eine aktuelle Studie drüber, über 60% der deutschsprachigen Erdenbevölkerung im medizinischen Beruf weiß nicht, was ein Tourniquet ist. Die wissen es nicht. Ups. Jetzt komme ich als alte Ambulanzschwester, sehe da einen T. Ja, ist das jetzt Mr. T oder was? Mach ein TV draus, dann hast du wenigstens einen Tonbeutelvergesser. Damit kann ich was anfangen.
Leute, mich interessiert relativ wenig, was auf einer Stirn draufsteht. Das, was mich interessiert als Ambulanzpflegerich, ist eine Uhrzeit, weil dann werde ich hellhörig. Ich kriege das Ganze aber eh übergeben. Wenn ich aber zu doof, zu faul oder zu borniert bin, geistig und materiell in einer Übergabe vom Rettungsdienst als Pflegekraft anwesend zu sein, so mit allem, was ich habe, und mir dieses Tourniquet durch die Lappen geht, dann habe ich selber Schuld, ernsthaft. Dann sollte ich mir mal grundsätzlich Gedanken machen, ob das mit meinem Beruf wirklich die richtige Berufswahl ist. Ich meine, ich gelte ja gerne mal als zynisch, aber ich würde mal stumpf auf Nein tippen. Aber ich bin auch gerne mal humorbehindert. T auf der Stirn eines Patienten interessiert mich nicht. Das, was mich interessiert, ist eine Uhrzeit. Das wäre schon ganz witzig zu wissen. Nein, da sterben keine Extremitäten bei ab. Nach wie vor nicht. Pro Tag werden in diesem unserem Land bummelig 3.500 OPs an Arm und an Bein durchgeführt. Da wird etwas ganz Ähnliches im Pneumatisch, also im Grunde wie so eine Art Blutdruckmanschette, nur in wesentlich stabiler angelegt, eine sogenannte Blutsperre. Und da stirbt rein zufällig auch nichts ab. Und je nachdem, wie gut denn dieser Operateur und wie erfahren dieser Operateur nur ist, da kann es mit dieser OP und der Blutsperre durchaus mal länger dauern. Da kann es auch mal 2,5 und 3 Stunden dauern, je nachdem, wer fragt und je nachdem, wer die Wunde denn bitte zuknotet. Da stirbt auch nichts ab. Klingt komisch, ist aber so. So, das war also dieses T. Das T von Leuten, die mit dem Tourniquet vertraut sind. Das sind im Zivilen aber viele, viele halt nicht. Das hatte ich gerade gesagt. Dann gab es einen weiteren Punkt. Da ging es um komprimierte Gase. Wir nutzen die komprimierte Gase ohne irgendwelche homöopathischen Zusätze, hätte ich bald gesagt, ohne irgendwelche Dinge wie sogenannte Hämostyptika. Hämostyptika sind vom Firmennamen her Celox, Quiklot, im Militärischen verbreitet, hat da aber den Hintergrund für Situationen im Auslandseinsatz. Und zwar für Situationen, wo der Hamburger Rettungswagen nicht in 8 Minuten vor der Tür steht und selbst wenn er da vor der Tür steht, ins nächste Rettungszentrum ist länger als 20 Minuten dort. Da macht das Sinn. Die Leute sind daran aber auch entsprechend ausgebildet. Ja, an dem Quicklot bilden wir auch aus. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Wenn wir Kunden an Quicklot ausbilden, dauert dieser Kurs mit alles mit scharfer Soße und Zwiebeln Minimum 5 Tage. 3 Tage ist nichts anderes als Mundenstopfen. Solange bei dem Anwenden der komprimierten Gase diese 3 Minuten hoher Druck nicht eingehalten werden, wird es nicht an Quicklot gehen. Denn was man diesen Persönlichkeiten aus dem Sanitätsdienstleister vergessen hat zu erzählen, sind die Nebenwirkungen von Quicklot und die richtige Anwendung. Und da ist so ein Punkt, meine Damen und Herren, da kann es noch so taktikcool sein, da könnte ich mich hinhocken und pressen, allen Ernstes. Das ist nichts für jeden und das ist nichts für Anfänger. Das ist ein Medikament. Wendest du dieses Medikament in diesem unserem Land an einem Homo sapiens, einem gemeinen Menschen an sich an, ohne dass du daran wirklich geschult bist und dein ehrenwertes Rumpfuschen hat tatsächlich Konsequenzen für den Patienten, nämlich dass es eventuell in den Körper eingeschwemmt wird. Das ist die Nebenwirkung. Da tobt es sich nämlich aus mit Lungenembolien, mit Gefäßverschlüssen und zwar aller Art. Und diese Gefäßverschlüsse haben durchaus die Tendenz, auch zum Tod zu führen. Und das ist diesem Sanitätsdienstleister in dieser Schulung rein zufällig nicht erzählt worden. Somit ist diese Schulung für den fachlichen Arsch. Das ist keine Schulung. Da hat jemand ein hochwichtiges Zertifikat gekriegt. Jemand anderes hat für eine hochwichtige Schulung wahnsinnig viel Kohle kassiert, wie ich dann erfahren habe. Ich habe gedacht, ich breche ins Essen. Aber dann auch noch falsch ausbilden. Alter, das ist unglaublich. Das kann auch nicht so schwierig sein. Ich will die Welt nicht alleine retten. Aber das ist der Grund, warum ich mein Tun und Handeln nicht taktische Medizin nenne. Dieses Quicklot ist kein Witz, das ist kein Ponyhof. Und in falsch angewendet ist es tödlich. Die Blutung auch. Sucht's euch aus, Pest oder Cholera. Welchen Tod wollt ihr sterben?
Ich gebe euch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, da ist es nicht der große böse Unbekannte, sondern jemand aus deinem allernächsten Beritt. Jetzt fuhrwerkst du da etwas in diesen eventuell einen deiner Lieblingsmenschen. Du bist aber nicht richtig ausgebildet. Es wird in den Körper eingeschwemmt, derjenige verstirbt daran. Nicht an der Blutung, sondern an dem, was du da getan hast. Da wirst du im Leben nicht mehr froh, also nicht in diesem. Das war nur so ein kurzer Ausflug von dem, was uns gerade so widerfahren ist. Und was mich darin bestätigt, dass wir das, was wir tun, dass wir es tatsächlich richtig tun. Eine mir sehr bekannte Diplom-Ingenieuse und Projektingenieurin hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Das ist richtig oder wir lassen die Finger davon. Dem habe ich wenig hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.